In diesem Video beschreibt Dr. Bieger den Fall einer 55-jährigen Patientin, die bereits seit 1997 unter einer starken Infektlabilität leidet, also einer Häufung von Infektionen. Und Dr. Bieger beschreibt das diagnostische Vorgehen und die therapeutischen Optionen. Ich möchte Ihnen heute einen schon besonderen Fall vorstellen, der sich durch eine enorme Häufung und oder Infektlabilität mit Häufung von Infekten und langzeitig verlaufende Infekten auszeichnet. Die Patientin ist inzwischen 55 Jahre, ist nie spezifisch bezüglich ihrer Infektproblematik wirklich untersucht worden. Sie ist selbstständig, beruflich stark belastet, stellte sich vor mit Erschöpfungszustand, generalisierten Schmerzen, aber seit Kindheit erhöhte Infektanfälligkeit, vorwiegend Atemwege, dadurch natürlich häufig Antibiotika, sodass hier auch die Frage auftrat, ob auch ein Antibiotika-Schaden im Raum steht. Impfungen wurden generell schlecht vertragen. Zustand nach Tonsillektomie wegen chronisch rezidivierender Tonsillitiden. Und in den letzten Jahren immer wieder, ohne dass es näher geklärt wurde oder untersucht wurde, schubweise Fieber, Atemwegsinfektion, Halsschmerzen. 1997 Verdacht auf Borreliose, alle Tests waren negativ. Seit Jahren starke Muskel-, Gelenk- und Bindegewebsschmerzen, sodass natürlich an Fibromyalgie zu denken ist, zumal alle Rheuma-Suchtests negativ waren. Frühe Menopause mit 39 Jahren, fällt jetzt im Moment weniger ins Gewicht, aber Hormonersatztherapie, darunter Gewichtszunahme und zunehmend auch Reizdarmsymptomatik. Die Patientin kam mit Progesteroncreme 3%ig, die sie während der ganzen quasi Zyklusphase, also durchgehend verwendet hat, außerdem mit Lavita als Grundversorgung mit Vitaminen und Spurenelementen und zusätzlich Vitamin D 3500 Einheiten am Tag. Zahlreiche Vorbefunde außerhalb, ich will sie nur kurz erwähnen, Tendinopathien, Degeneration des Musculus quadratus, Bursitiden, immer erhöhte Harnsäure, Ferritin für eine Frau auffällig hoch, allerdings, wie gesagt, sehr frühe Menopause, Cholesterin und leicht erhöhte Triglyceride annähernd normal. Vitamin D war in Voruntersuchung niedrig, dadurch grenzwertig hohes Parathormon, Schilddrüsenhormone normal, Leber, Niere, Eisen, Calcium, Phosphat, Alkalisephosphatase, der Knochentyp, ACE, alles normal, ACTH normal, Cortisol, HOMA-Index allerdings erhöht. Sie hat ja auch seit der Menopause erheblich an Gewicht zugenommen, HOMA-Index 4,3. Dann immunologische Marker SEL2R, das wissen Sie, ist ein T-Zell-Funktionsmarker. Das ist der lösliche Interleukin-2-Rezeptor, der in Lösung geht, wenn die T-Zellen aktiviert werden und vermehrt Interleukin 2 produzieren. Dabei wird auch ein Teil des den T-Zellen zuzuordnen Interleukin 2-Rezeptors in Lösung gebracht. Ist also ein sehr spezifischer, allerdings nicht sehr sensitiver T-Zellmarker. CRP völlig unauffällig. Antikörper gegen CCP, Amyloid A, ANA, ENA, ANCA und so weiter. Neuroantikörper alle negativ. IgG unauffällig. Gesamt-IgG IgA und IgM unauffällig, Galprotektin, Entzündungsmarker, der auch im Blut gemessen kann und durchaus auch bei Darminfektionen, bei Darmentzündungen im Blut erhöht gefunden werden kann, auch völlig normal. Was haben wir gesehen? Erhöhte Harnsäure, aber nie Gichtanfälle, also keine klinische Symptomatik dazu. Homozystein optimal, das heißt die wichtigsten B-Vitamine damit auch normal. Blutzucker HbA1c perfekt, 4,8 extrem niedrig. Proinsulin, Insulin, im Normbereich allerdings nicht unbedingt perfekt. Der HOMA-Index, das ist ja der Quotient aus Blutzucker und Insulin, war
leicht erhöht, aber das ist natürlich eine Momentaufnahme, die kann beim nächsten Blutzuckerwert dann völlig normal sein. Vitamin D eigentlich ausreichend, aber nicht absolut hoch. FSH und LH natürlich erhöht, wegen der Menopause. Östradiol substituiert, messbar. Androgene, die Hydrotestosteron leicht erhöht, aber das freie Testosteron im unauffälligen Bereich. DHEA normal, Pregnenolonsulfat niedrig, zwar im Normbereich für Frauen, aber der ist zu niedrig, der ist also zu hoch angesetzt. Pregnenolonsulfat eindeutig funktionell zu niedrig und Serotonin sehr niedrig, was übrigens auch früher schon ein, zwei Mal gelegentlich gefunden worden war. Infektions- oder Immunaktivierungsmarker CEP grenzwertig, aber die anderen MRP-814, das ist Calprotectin im Serum. Das wird auch oft als MRP-814 dargestellt. TNF-Alpha, Interleukin 6, 8, alle völlig normal. Auch der T-Zell-Rezeptor ist völlig unauffällig. Nur Neopterin war auch ein bisschen erhöht. Also unspezifische Entzündungsmarker diskret erhöht. Dann die antiviralen Aktivierungsmarker, das heißt die Genexpression von Genen, die spezifisch über Viren induziert werden, wie MXA, EB2, Interferon Beta und RIG1, alle positiv. Das sind sowohl Gene, die über virale Proteine, als auch wie das RIG1 über virale Nukleinsäuren aktiviert werden. Also durchgehende viral bedingte Immunaktivierung vorhanden. Und Sie sehen hier die Unterschiede in der Sensitivität, während wir hier bei den doch sehr empfindlichen Zytokinmarkern im Blut nichts finden, sehen wir hier eine starke Aktivierung auf der Genexpressionsebene. Das ist also nochmal, ich würde sagen, mindestens um eine 10er Potenz sensitiver diese Ebene als die Zytokinebene, die wir im Blut messen. EBV, IgM auffällig, aber grenzwertig und VCA und EPNA, IgG-Antikörper eigentlich völlig unauffällig. Zytomegalie, früher statt gab IgG-Infektion, Infektion mit IgG-Antikörpern, kein anderer Hinweis auf aktive Infektion, genau das gleiche bei Herpes 4.6, also nur EBV leicht auffällig, Borrelia negativ, Kuhfieber negativ, Toxoplasmose negativ, die mache ich eigentlich immer wieder. Diese Parameter, speziell Borreliose natürlich und Kuhfieber, weil sie eben auch für eine chronische Fatigue-Symptomatik immer wieder in Frage kommen. Auch Toxoplasmose kann eine Rolle spielen, war hier in dem Fall völlig negativ. Nach den ersten Ergebnissen haben wir die Medikation begonnen, weil die Patientin ja akute Symptomatik hatte, und zwar mit Delimun, als ohne zu wissen, um welchen Erreger es genau geht, aber doch mit Verdacht auf Herpesvirus-Infektion. Delimun ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, das die antiherpesvirale Immunität, die zelluläre Immunität sehr gut verbessert. Dann wegen der nachgewiesenen Defekte Pregnenolon 50 und Sirene Pro zur Verbesserung der Serotonin-Situation. Sie hatte ja, wie ich Ihnen gezeigt habe, eine sehr niedrige Serotonin im Serum. Riboflavin, auch, weil auch das Vitamin niedrig war. Und dann haben wir aber in der Diskussion mit der Diagnostik weitergemacht. Die Immunglobuline waren, wie gesagt, normal, aber die Unterdifferenzierung von IgG hat gezeigt, dass sowohl IgG2 als auch IgG3 deutlich vermindert sind. Ein übrigens relativ häufiger kombinierter Immundefekt, der für die Patientin mit Sicherheit eine erhebliche Rolle spielt, IgG2 und IgG3, also stark vermindert. Und dann haben wir noch nach den T-Zellen geguckt, nach der T-Zell-Funktion. Und da machen wir einen Immun-Multitest. Die T-Zellen werden inkubiert und entweder nur die basale Situation betrachtet, also nichts zugegeben, oder es werden ein Viruspool, also bestehend aus drei Virusantigenen, drei bakterielle Antigene oder drei Pilzantigene zugegeben. Und da haben wir gesehen, dass die Reaktion, also die Erkennung
von Viren, Bakterien und Pilzen in Ordnung ist. Die Viruserkennung war sogar relativ hoch, was jetzt nicht dafür spricht, dass ein ausgeprägter T-Zell-Defekt, Funktionseffekt besteht. Und dann waren wir doch erstaunt, derart hohe EBV-Viren im Speichel zu finden, über 1 Million EBV-virale DNA pro Milliliter, pro 0,1 Milliliter im Speichel. Das ist also ein extrem hoher Wert, eigentlich der zweithöchste Wert, den ich gesehen habe, während, wie gesagt, die Antikörper auch bei der Kontrolle, da war IgM, naja, abgefallen oder mehr oder weniger auf gleichem Level wie vorher. Es war also, die Kontrolle hatte also im Prinzip das gleiche Ergebnis wie bei der Voruntersuchung. Dann haben wir weitergeguckt, CRP war abgefallen, Neptunin war abgefallen. Bei den Markern, die ja vorher schon normal waren, hatte sich nichts gezeigt. Und dann habe ich spezifischer Richtung EBV behandelt, zusätzlich zum Delimun, Valacyclovir, dann weiter Pregnenolon, Serenopro und Riboflavin, Vitamin D erhöht, K2 dazu und Celebrex noch dazu, um auch die auf dieser Ebene der Cyclooxygenase 2, der COX-Hemmung, die virale Replikation zu hemmen. Und damit hat sich die Patientin erholt. Ich werde aber eine Fortsetzung von dem Bericht bringen, weil die Patient dann nämlich stark an, trotz Dreifachimpfung, an Corona erkrankt ist und sich dann weitere Komplikationen ergeben haben. Aber das als nächstes. Damit möchte ich diesen Fall beschließen. Also ein weiterer Fall von hochgradiger EBV-Aktivierung, obwohl die Serologie weitestgehend unscheinbar ist und wir in der und ein Fall von Immundefekt, kombiniertem IgG2, IgG3 Immundefekt, der sich im Grunde ja schon durch die Häufung von Infektionen seit der Kindheit angedeutet hatte, aber noch nie behandelt wurde. Da ist natürlich auch zu überlegen, wie man das weiter behandelt. In der Regel wird man überlegen, Immunglobuline zuzugeben. Aber wie gesagt, das war zunächst mal die akute Phase und dann hat sich der Fall weiterentwickelt, da werde ich berichten. Vielen Dank für heute und Ihnen nach dem Zuhören alles Gute. Sie haben Kommentare, Anregungen oder Fragen? Dann schicken Sie uns bitte eine E-Mail an praxis@dr-bieger.de. Und weitere Infos finden Sie natürlich auf der Webseite www.dr-bieger.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.